Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In meine Lesevorsätze für das Jahr 2022 hatte ich ja schon so ein bisschen angedeutet, dass ich gerne nochmal über meinen Superbau bzw. das Jahr von meinem Superbau gerne nochmal in einem separaten Video sprechen möchte. Und genau das möchte ich heute tun. Ich möchte mit euch das Jahr entsprechend meines Superbaus rekapitulieren. Ich möchte über die Neuerungen meines Superbaus sprechen und ich möchte neue Bücher für die nächste Etappe ziehen, weil ich bin nämlich eigentlich schon relativ spät dran. Aber ziehen ist eigentlich gar nicht mehr so das richtige Wort oder beziehungsweise ermitteln ist gar nicht mehr so das richtige Wort, aber das werdet ihr dann gleich sehen in diesem Video, warum das nicht mehr die richtigen Worte sind. Damit wir alle nochmal den gleichen Stand haben, möchte ich gerne nochmal darauf eingehen, wie meine Sub-Challenge so im Allgemeinen funktioniert. Ich habe mir die Bücher, die ich im Jahre 2018 gekauft habe, auf eine Liste geschrieben und hake sie immer entsprechend ab, damit ich weiß, dass sie gelesen sind. Und weil auf dieser Liste noch relativ viele Bücher sind, hatte ich mit der Sub-Abbau-Challenge begonnen, damit ich endlich mal meinen Sub etwas verkleinern kann, beziehungsweise die Bücher, die auf der Liste im Jahr vom Jahre 2018 stehen, endlich mal gelesen werden und dann ich keine Sub-Bücher mehr aus dem Jahre 2018 habe, beziehungsweise mein Sub einfach etwas kleiner wird. Und ich habe meine Bücher entsprechend ermittelt, dass ich mir gesagt habe, ich würfel erstmal die Anzahl, also von 1 bis 6, hatte mir dann die Frist, also die maximale Anzahl von 6 Büchern gesetzt. Und anhand dieser Anzahl habe ich mir dann ebenfalls mit Zufallsgenerator die entsprechenden Bücher herausgesucht, sodass es für mich auch nochmal eine kleine Überraschung wird, welche Bücher ich denn in der nächsten Etappe lesen möchte bzw. lesen soll. So war meine Sub-Challenge, so habe ich sie aufgebaut. Ich bin ein bisschen inspiriert von der Rache des Subs, aber dadurch, dass ich keine Neuzugänge-Videos drehe, bzw. ich drehe sie mittlerweile schon, aber ich drehe sie ja nicht monatsweise, sondern immer packe sie immer in 5 neue Bücher zusammen. Von daher konnte ich das Format nicht 1:1 auf meinen Kanal übertragen, sondern habe mir quasi diesen Weg gesucht, um meinen Sub entsprechend abzubauen. So funktionierte meine Sub-Challenge im vergangenen Jahr und ich muss schon sagen, dass das wirklich gut für mich funktioniert hat, weil ich so nicht eine überbordende Anzahl von Büchern erhalten habe, die ich zu lesen habe, quasi nicht überfordert werde und auch nicht so sehr unter Druck gesetzt werde, aber trotzdem schon das ein oder andere Buch lese, damit mein Sub auch entsprechend abgebaut wird. Zusätzlich zu diesem Ermittlungsverfahren meiner Bücher habe ich mir dann auch noch gesagt, wenn ich in diesen 4 Monaten, solange geht eine Etappe, nicht die Bücher lese, dann werden sie zu Buchkaufblocker. Das heißt, solange ich diese Bücher dann nicht lese, darf ich mir auch keine neuen Bücher kaufen. So habe ich ein Stück weit auch meinen Sub unter Kontrolle bekommen. Und es sind nicht Unmaßen von Büchern wieder bei mir eingezogen. Und der Superbau wird dann quasi boykottiert, wenn ich die Bücher nicht entsprechend lese. Und es kommen andauernd neue Bücher herein. So war meine Sub-Challenge. So habe ich das aufgebaut. Und somit bin ich eigentlich tatsächlich das erste Dreivierteljahr recht gut gefahren. Ich habe die Bücher gelesen und die Bücher, die ich nicht geschafft habe in den 4 Monaten, sind zu Buchkaufblockern geworden. Und somit ist die Liste für das Jahr 2021, die neu bei mir eingezogen sind, eigentlich gar nicht so lang geworden und es hat sich wirklich im Rahmen gehalten. Nur, und ich bin, wie ihr merkt, schon in der Rekapitulation meines Lesejahres, meines Superbaujahres. Und das letzte Vierteljahr bin ich dann tatsächlich schon echt, ich weiß nicht, da bin ich ein Stück weit eingebrochen. Ich habe die letzte Etappe wirklich nicht gut performt, weil ich die Bücher nicht wirklich gelesen habe. Ich habe einfach nicht danach gegriffen. Sie sind ich hatte irgendwie nicht die richtige Stimmung dazu. Und dann kam auch noch hinzu, dass ich irgendwie bei meinem Buchkaufverbot dann tatsächlich eingebrochen sind, weil ich hatte noch 2 Buchkaufblocker
auf dieser Liste, die eigentlich davor hätte sorgen sollen, dass ich keine neuen Bücher kaufe, aber irgendwie bin ich komplett eingebrochen. Das erste Dreivierteljahr lief wirklich richtig gut. Ich habe die Bücher gelesen, ich habe keine neuen Bücher gekauft, wenn ich Buchkaufblocker hatte. Und das letzte Dreivierteljahr bin ich dann tatsächlich ein Stück weit eingebrochen. Ich hoffe, dass mir das dieses Jahr tatsächlich nicht passiert, dass ich da wirklich noch mehr konsequenter bin, weil eigentlich macht mir diese Sub-Challenge unglaublich viel Spaß. Ich lese gerne diese Bücher. Mein Sub wird dadurch verkleinert, jedenfalls die Liste für die neuen Bücher 2018. Und das sorgt schon sehr, sehr viel für mich. Es macht eine Erleichterung mit mir, dass die Bücher endlich nicht mehr versauern auf dieser Liste oder in meinem Regal, je nachdem, wie man sehen möchte. Irgendwann kam in diesem Jahr dann dieser Punkt, wo das irgendwie ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist. Und ich hoffe, dass mir das tatsächlich dieses Jahr nicht mehr passiert. So zum allgemeinen Gefühl. Ich möchte euch gerne noch ein paar Fakten nennen, weil ich fand das echt ganz interessant, auch wenn die Zahlen natürlich nichts im Vergleich zu anderen BookTube-Kollegen sind, die ebenfalls die Rache des Subs machen oder eine Sub-About-Challenge. Aber ich bin um jedes Buch sehr, sehr dankbar, was ich gelesen habe, was sich aussortiert hat, was vielleicht auch ein Buchkaufblocker geworden ist, weil es hält ja auch irgendwo auf, neue Bücher zu kaufen. Und von daher bin ich über alles sehr, sehr dankbar. Und zwar habe ich insgesamt 7 Bücher in diesem Sub-About-Challenge tatsächlich gelesen. Und es waren auch Buch-Highlights dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich manche Bücher jetzt endlich befreit habe, weil sie haben mir so gut gefallen. Und ich bin froh, dass ich sie jetzt einfach begonnen habe, rein, aber auch Bücher einfach gelesen habe. Dann habe ich 4 Bücher insgesamt aussortiert. Und ich glaube, wenn ich die Sub-Challenge nicht gehabt hätte, dann würden diese Bücher immer noch bei mir ungelesen stehen. Ich hätte sie immer noch nicht aussortiert. Und auch das ist für mich tatsächlich ein Fortschritt, weil ich bin in Aussortieren von Büchern unglaublich schlecht. Ich denke dann immer, naja, du hast sie ja gekauft, du willst sie ja eigentlich noch lesen, weil du sie ja gekauft hast, weil du sie interessant fandest. Und deswegen tue ich mich mit Aussortieren von Sub-Büchern noch unglaublich schwer. Ich bin begeistert, wie manche das können. Wie manche, die einfach keine Lust mehr auf dieses Buch haben, dann einfach rauswerfen. Finde ich unglaublich, ja, inspirierend. Ich tue mich damit unglaublich noch schwer. So, und die 4 Bücher, die ich raussortiert habe, sind Bücher, wo mir der erste Band tatsächlich richtig gut gefallen hat. Und das war damals Blumen der Nacht von V.C. Andrews. Dann habe ich in meiner Sub-Challenge den 2. Band gelesen dieser Reihe. Und ich habe mich hier bei diesem 2. Band schon unglaublich durchgequält, weil er nimmt dann Züge an, die hier vielleicht noch was Neues waren, was Besonderes waren, was mal was total anderes, dass das mich hier total begeistert hat, konnte mich hier eigentlich überhaupt nicht mehr begeistern, beziehungsweise es ist dann auch ein Stück weit in eine Absurdität gerutscht, dass ich mir dachte so, ja, eigentlich gefällt es mir nicht mehr ganz so gut, habe aber dieses Buch tatsächlich noch zu Ende gelesen und mich durchgequält. Und in der 3. Band, den ich jetzt hier noch habe, Dornen des Glücks, war lange Zeit ein Buchkaufblocker. Und ich habe ihn dann tatsächlich, ich glaube im November oder so, angefangen zu lesen und habe den ersten Teil gelesen. Also hier, wo mein Lesezeichen noch drin ist, ist quasi der erste Teil dieser Geschichte. Und ich habe mich in diesem ersten Teil ebenfalls schon sehr, sehr durchgequält, weil ich fand, dass er unglaublich schlecht gealtert ist, die Geschichte. Sie ist manipulativ, sie ist menschenverachtend, die Protagonisten machen immer wieder dieselben Fehler, beziehungsweise kommen aus ihren Gedankenkarussellen ein Stück weit auch nicht raus. Bei Kindern kann ich das noch ein Stück weit nachvollziehen, bei Erwachsenen irgendwann irgendwie nicht mehr so richtig, jedenfalls bei dieser Geschichte. Und ich habe mir dann gesagt, ich quäle mich jetzt nicht noch, über 300 Seiten durch dieses Buch, wenn mir dieses Buch absolut nichts geben kann. Ich glaube, dass diese Geschichten einfach sehr, sehr schlecht gealtert sind. Es gibt so Geschichten, die können einfach nicht mit der Zeit gehen.
über bestimmte Dinge kann man vielleicht noch hinweg lesen, kann man sagen, okay, das war damals der Gedanke der Zeit oder die Gesellschaft war so, aber bei diesen Büchern, es ist ja auch nicht so, dass man das Gefühl hat, dass man allzu weit in der Vergangenheit ist, aber ich konnte dieses Buch einfach nicht mehr weiterlesen, weil es mir einfach nichts gegeben hat. Ich habe gemerkt, wie ich mich gequält habe durch dieses Buch, wie mich dieses Buch zum Teil auch sehr aufgeregt hat. Und ich dachte mir so, nein, ich breche dieses Buch jetzt ab und ich werde jetzt auch diese Reihe abbrechen. Das heißt, ich habe ja noch den vierten und den fünften Band hier. Und ich habe mir jetzt gesagt, diese vier Bücher werden jetzt aussortiert, weil ich sie definitiv nicht mehr lesen werde und sie auch einfach nicht mehr meinem Geschmack entsprechen und ich mir auch aus diesen Büchern komplett nichts mehr ziehen kann. Sie sind für mich völlig, ja, irgendwie, also sie sind einfach schlecht gealtert und einfach nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Ich möchte damit nicht sagen, dass Geschichten, die schon etwas älter sind, dass man die nicht mehr lesen kann. Es gibt durchaus ältere Geschichten, die vielleicht in den 1960er Jahren oder wann auch immer geschrieben worden sind, dass man die alle nicht mehr lesen kann. Das bin ich überhaupt nicht der Meinung. Es gibt genug Bücher, die sehr, sehr gut gealtert sind oder bei manchen Sachen kann man auch einfach drüber hinwegsehen. Aber bei diesen Büchern ist mir das tatsächlich nicht gelungen. Deswegen sage ich, ich sortiere diese Bücher jetzt aus und behalte jetzt nur noch Blumen der Nacht von Frauzy Andrews hier aus dem Goldman Verlag, weil mir dieses Buch tatsächlich sehr, sehr gut gefallen hat. Da war ich mit der Geschichte einfach so im Reinen. Sie war mal was anderes, hat sich mit einem anderen Gedankengang auseinandergesetzt und war einfach was komplett anderes. Und auch hier merkt man, dass die Geschichte schon etwas älter ist, dass man hier mit Gesellschaftsstrukturen ja, sich konfrontiert sieht. Irgendwie konnte man das hier besser ja, begründen, dass halt die Geschichte ja schon etwas älter ist und dass man mit Dingen hier vielleicht klarkommen muss, die man so heute nicht mehr kennen würde. Aber sie war einfach anders verpackt und besser verpackt als in den Bänden danach. Und deswegen darf dieses Buch bleiben und alle anderen vier müssen aussortiert werden. Deswegen ziehe ich jetzt hier auch in diesem Band feierlich mein Lesezeichen raus und die Bücher werden aussortiert. Zwei Bücher von meinem Sub-Challenge lese ich aktuell auch noch. Und zwar ist es zum einen Das Haupt der Welt von Rebecca Garbier aus dem Bastei Lübbe Verlag. Wer sich noch vielleicht erinnern kann und meine Sub-Challenge etwas verfolgt hat, weiß auch, dass dieses Buch ein Buchkaufblocker war, weil ich ihn auch schon etwas länger auf der Liste hatte und damit auch zum Buchkaufblocker wurde. Und dieses Buch habe ich letzten Jahres angefangen zu lesen bzw. zu hören. Ich hatte irgendwann mal richtig Lust, dieses Buch nun endlich zu beginnen und war aber tatsächlich schon etwas müde und dachte mir so, hey, na dann fange ich doch an, dieses Buch einfach mal zu hören und starte einfach mal dieses Experiment. Und das muss ich sagen, ich fand dieses Hörbuch zu diesem Buch, also ich finde es immer noch grandios, ich mag es wirklich sehr gern, auch wenn ich den Sprecher zum Teil etwas komisch finde, vor allem wenn er Frauenstimmen spricht, dann ist er etwas ja, grenzwertig, aber darüber kann ich hinwegsehen und somit höre ich dieses Buch aktuell, indem ich einfach mir das vorlesen lasse und ich mitlese quasi. Der einzige Nachteil, den ich habe, ist, dass ich dieses Buch jetzt wirklich nur noch auf diese Art und Weise lesen kann, weil wenn ich es ohne die Stimme lese, dann fehlt mir unglaublich was und ich kann so einfach nicht mehr zu diesem Buch greifen und ich einfach auch diese Atmosphäre tatsächlich immer nur noch vor dem Schlafengehen habe. Das heißt, ich lasse mir noch ein paar Seiten vorlesen und komme damit etwas langsamer durch dieses Buch. Ich meine, dieses Buch hat insgesamt 852 Seiten und ich bin jetzt auf Seite 220. Also es wird schon noch eine ganze Weile dauern, bis ich dieses Buch fertig gelesen habe. So eine Kombination aus beiden. Aber ich muss ehrlich sagen, mir gefällt es mittlerweile wirklich gut, diese Art. Auch wenn ich jetzt etwas länger lese daran, aber es ist auch kein Buchkaufblogger mehr, weil ich lese es ja gerade
und bin mal gespannt, wann ich dieses Buch dann endlich beendet habe. Dann habe ich noch ein Buch, was ich jetzt aktuell auch noch lese, wo ich jetzt auch noch dazu gegriffen habe, weil ich ja irgendwie verhindern wollte, dass jetzt zu viele Buchkaufblogger bei mir entstehen. Und deswegen habe ich jetzt auch noch mal nach ein anderes Brooklyn von Jacqueline Wurzen aus dem Piper Verlag gegriffen. Und das lese ich aktuell und bin eigentlich schon recht weit, und zwar auf Seite 191 von 160. Also das ist also recht schmales Büchlein, also bald auch schon fertig gelesen. Auch hier, das war aus meiner letzten Etappe, wäre das ein Buchkaufblocker geworden, beziehungsweise war auch schon ein Buchkaufblocker, weil ich habe es ja nicht geschafft, bis zum 6. Januar zu lesen. Aber ich habe es jetzt angefangen, weil ich auch relativ große Lust auf dieses Buch hatte, und deswegen bin ich gerade dabei, zwei Bücher zu lesen. Von meinem Superbaujahr ist noch ein Buch übergeblieben, was weder gelesen noch ein Buchkaufblogger geworden ist. Und zwar ist das Ehre von Elif Shafak, hier aus dem Kein und Aber Verlag. Und zwar habe ich dieses Buch angefangen zu lesen, noch in der regulären Zeit, aber ich habe festgestellt, dass dieses Buch ja eine bestimmte Zeit für mich braucht und ich wirklich im richtigen Moment nach diesem Buch greifen muss. Und deswegen habe ich gesagt, ich werde dieses Buch erstmal zurückstellen und dann entsprechend danach greifen, weil ich wollte diesem Buch ja die entsprechende Aufmerksamkeit geben und auch die richtige Zeit, damit ich dieses Buch auch wirklich entsprechend ja erfassen kann und nicht vielleicht diesem Buch Unrecht gebe. Und ja, ich habe jetzt bei dem Literarischen Quartett ein anderes Buch in der Besprechung von der Autorin gesehen, und es hat mir immer wieder so gereizt, nach diesem Buch zu greifen. Vielleicht ist bald der richtige Zeitpunkt für Ehre von Elif Shafak. Und zu guter Letzt ist es so, dass ich noch drei Buchkaufblocker habe. Ich wollte sie jetzt nicht aussortieren, weil sie ja die letzte Etappe waren und ich gerne noch dieses Jahr irgendwie noch die Chance geben wollte, dass ich diese Bücher lese. Deswegen habe ich jetzt noch drei Buchkaufblocker bei mir, die quasi dafür sorgen, dass ich mir jetzt in nächster Zeit keine Bücher kaufen darf, weil ich noch diese drei Buchkaufblocker habe. Und zwar ist das einmal Die Analphabetin, die rechnen konnte, von Jonas Jonasson, hier aus dem Pinguin Verlag. Dann ist das einmal Amerikanisches Idyll von Philipp Roth. Das ist vermutlich das nächste Buch, was ich lesen möchte, weil ich hatte mich zwischen diesen beiden Büchern, also zwischen ein anderes Brooklyn und dieses hier entschieden, hatte mich dann aber für ein anderes in Brooklyn ist dann die Wahl gefallen, und das ist dem noch nachzufolge auch noch ein Buchkaufblogger. Und zu guter Letzt ist es Rabenliebe von Peter Wawrzynek aus dem Galliano Berlin Verlag. Das sind meine drei Buchkaufblogger aktuell, die ich jetzt noch habe, und ich denke, dass ich sie bald zeitnah lesen werde, damit ja, ich mir neue Bücher kaufen kann, weil meine Wunschliste, die wächst nämlich jetzt ins Unermessliche. Das waren jetzt die Fakten zu meinem letzten Superbaujahr. Und grundsätzlich bin ich eigentlich, auch wenn ich mir natürlich erhofft habe, dass ich mehr Bücher schaffe zu lesen, eigentlich doch recht zufrieden. Weil ohne den Superbau oder die Challenge dazu hätte ich vermutlich nicht zu diesen Büchern gegriffen, und von daher kann ich über jedes einzelne Buch am Ende nur froh sein, dass ich sie gelesen habe und endlich von ihrem Sub-Dasein befreit habe. Ich werde auch dieses Jahr den Superbau weiter verfolgen, weil ich einfach, ja, es gibt mir einfach ein richtig gutes Gefühl, wenn ich die Sub-Bücher endlich von ihrem Dasein befreie, und ja, es nimmt so ein bisschen den Druck, dass der Sub immer größer wird und nie von mir angegangen wird, und von daher bin ich über jedes einzelne Buch sehr, sehr froh und erleichtert, wenn ich jetzt endlich gelesen habe, und ich dann auch noch sehr froh bin, dass es für mich tatsächlich ja ein gutes Buch war, ein besonderes Buch war, und auch die Bücher, die vielleicht jetzt nicht so gut waren und dann dementsprechend aussortiert werden, ist auch ein wirklich ja erleichterndes Gefühl. Also aus diesem Grund werde ich auch dieses Jahr weiter an meinem Superbau arbeiten. Ich werde weiter Bücher lesen, und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns mal an, welche Erneuerungen ich für meinen Superbau dieses Jahr vorgesehen habe.
Für meinen Superbau dieses Jahr habe ich eigentlich eine ganze Menge Dinge vorgesehen, die sich so ein bisschen neu entwickeln. Ich fange mal mit dem Buchkaufverbot an, weil es, glaube ich, am einfachsten ist. Und zwar folgendes. Ich habe ja normalerweise, wenn ich Buchkaufblocker habe, dass ich mir absolut keine neuen Bücher kaufen sollte. Ich glaube, ich sollte auch nochmal über eine Bestrafung nachdenken, wenn ich dann doch Bücher kaufe oder mir neue Bücher bei mir einziehen. Darüber habe ich mir aber noch nicht tatsächlich Gedanken gemacht, werde ich vielleicht aber nochmal tun. Und zwar ist es jetzt so, dass ich mir grundsätzlich erstmal keine neuen Bücher kaufen darf, wenn ich Buchkaufblocker habe, aber wenn es sich um eine Fortsetzung einer Reihe handelt, die ich in meinen Lesevorsätzen sich befinden, also die vier Reihen, die ich gerne weiterverfolgen möchte, dann mache ich vom Buchkaufverbot tatsächlich eine Ausnahme. Und aber auch nur für diese vier Reihen oder wenn ich dann merke, ich setze diese Reihe nicht mehr fort, dann auch für eine andere Reihe. Weil sonst habe ich das Problem, dass ich zwar meinen Superbau betreibe, aber meinen Lesevorsatz, die Reihen endlich fortzusetzen, ja, also sich so ein bisschen widersprechen, und deswegen habe ich diese eine kleine Ausnahme für den Buchkaufverbot bei mir jetzt hineingenommen, dass ich diese Reihen dann entsprechend natürlich weiterlesen kann, dass ich mir den neuen Band dann entsprechend kaufen kann und dann weiterlesen kann und ich so die Reihe vielleicht eventuell beenden kann oder jedenfalls auf den aktuellsten Stand bringen kann. Deswegen die Erweiterung des oder die Ausnahme für den Buchkaufverbot. Aber ansonsten für jedes andere Buch gilt mein Buchkaufverbot, solange ich Buchkaufblocker auf meiner Liste habe. Von daher, da ändert sich tatsächlich dann nichts. So, jetzt genug Buchkaufverbot gesagt und Blocker. Das Thema haben wir für dieses Jahr erstmal abgeschlossen. Was noch hinzukommt ist, dass ich meine Liste dieses Jahr für nicht nur die Bücher für 2018, sondern auch für 2019 eröffnet hat. Das hat folgenden Grund. Ich habe mich für dieses Jahr entschieden, dass ich nicht mehr selbst die Bücher auswähle, sondern dass ich liebe BookTube-Kolleginnen und Kollegen fragen werde, ob sie mir entsprechende Bücher heraussuchen möchten und dann ja mir die Bücher in einem kleinen Videoschnipsel nennen werden, die sie herausgesucht haben, und damit da ein bisschen mehr Auswahl ist und ein bisschen mehr Spielraum, also damit einfach mehr Diversität vorhanden ist, dachte ich mir, ich öffne jetzt auch die Liste für 2019 und die Bücher werde ich nicht mehr selbst heraussuchen, sondern liebe BookTube-Kollegen und Kolleginnen. Und ja, ich denke, das bringt so ein bisschen frischen Wind herein in meine Sub-Challenge. Es bringt auch deswegen frischen Wind herein, weil ich ja so gar keine Ahnung mehr habe, welche Bücher denn jetzt gezogen werden bzw. ausgewählt werden. Also ich bin jetzt noch überraschter als vorneweg und von daher bin ich schon sehr gespannt, was dieses Superbaujahr, was da so vor uns liegt, welche Bücher da kommen, welche Bücher ich lesen soll oder möchte, besser gesagt. Und von daher bin ich schon sehr, sehr gespannt. Deswegen ist auch ziehen oder ermitteln nicht mehr das richtige Wort, weil ich persönlich tue es ja nicht mehr. Was natürlich bleibt, ist, dass maximal 6 Bücher dann auf dieser Superbau-Etappenliste stehen wird. Und weil ich glaube, 6 ist für mich so die beste Zahl, also maximal 6 werden herausgesucht. Und ich habe natürlich immer noch 4 Monate Zeit, diese Bücher zu lesen. Diese Etappe hat ja schon am 6. Januar begonnen, also wir sind schon relativ spät dran, was diese Etappe des Superbaus anbelangt. Aber auch das hat sich nicht geändert, dass ich einen festen Tag hatte, also 6. Januar. Und jetzt habe ich noch 4 Monate Zeit, also bis zum 6. Mai habe ich jetzt Zeit, die Bücher zu lesen, die mir dann die entsprechende Person, ich werde es euch dann auch gleich verraten, mir herausgesucht hat. Maximal 6 Bücher bleibt wie gehabt und 4 Monate Zeit, diese Bücher zu lesen, bleibt wie gehabt. Und der 6. ist jetzt erstmal ein fixes Datum, also immer am 6., dann 4 Monate wird es weitergehen. Außer ich habe die Bücher bereits gelesen und ich ziehe mir dann lasse mir dann neue Bücher für die neue Etappe ziehen. Ich
möchte versuchen, dass ich die Etappen diesmal ja ein bisschen schneller beenden kann, damit dann auch tatsächlich mehr Bücher herauskommen, weil ich versuche schon wirklich meinen Superbau wirklich voranzutreiben und deswegen hoffe ich sehr, dass ich die Etappen ein bisschen verkürzen kann und damit ein neues Startdatum setzen kann, damit ich einfach mehr Bücher lese. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in den spannenden Teil über und schauen mal, welche Bücher für mich für diese nächste Etappe herausgesucht wurden. Ich habe die liebe Fabienne vom Kanal Japan Connect gebeten, mir maximal 6 Bücher aus der Liste oder aus den Listen vom Jahre 2018 und 2019 herauszusuchen. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal ihr Video gemeinsam an und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt, welche Bücher sie mir herausgesucht hat. Hallo liebe Claudia und liebe Zuschauer von Claudia. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf und der lieben Claudia Bücher aus ihrem Sub auswählen kann. Sie hat mir gesagt, ich kann zwischen 1 und 6 Büchern auswählen. Ich habe mir dann aber gedacht, dass 6 Bücher schon so ein bisschen viel Druck zu Beginn des Jahres sind und deshalb habe ich mich dann für 3 Werke entschieden. Ich habe auch versucht, verschiedene Genres zu bedienen. Ich glaube aber, dass trotzdem so ein bisschen durchschimmert, für was für Thematiken ich mich interessiere. Ich hoffe aber, liebe Claudia, dass die Bücher dir trotzdem ganz viele tolle Lesestunden bereiten werden. Buch Nummer 1 habe ich ausgewählt, weil ich mich eben für dieses Land interessiere. Es ist von Shida Bazai, Nachts ist es leise in Teheran. Hier geht es ja um eine Flucht aus dem Iran nach Deutschland. Ich habe schon ein paar Bücher zum Iran gelesen, die mich sehr inspiriert haben, unter anderem von Shirin Ebadi, eine Autobiografie, Mein Iran, ein Leben zwischen Revolution und Hoffnung. Das hat mich ja sehr bewegt. Ich habe aber noch nie ein Buch gelesen, das sowohl den Iran als auch Deutschland als Schauplatz hat. Und deswegen hat mich das sehr angesprochen und ich bin schon sehr gespannt auf deine Rezension. Buch Nummer 2 habe ich mir ganz eigennützig auf die Liste gesetzt, denn dieses Buch steht ebenfalls auf meiner Leseliste für das Jahr 2022 und zwar von Margaret Atwood, Der Report der Magd. Ich habe ja schon angedeutet, dass ich dieses Buch ebenfalls lesen möchte. Wenn du also einen Buddy Read suchst, tada! Du weißt, an wen du dich wenden kannst. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir wieder etwas zusammen lesen könnten. Ja, wenn du ebenfalls Lust hast, dieses Buch zusammen zu lesen, das wäre wirklich toll. Und dann Nummer 3. Da habe ich mir gedacht, wir gehen wieder ein bisschen zurück in die deutschsprachigen Gefilde. Und da habe ich ausgewählt von Hans Fallada, Der Alpdruck. In diesem Buch gehen wir jetzt zwar räumlich zurück in den deutschsprachigen Kulturkreis, aber zeitlich ebenfalls. Die anderen Bücher spielen ja nicht unbedingt in der Vergangenheit. Das Buch von Margaret Atwood spielt ja in der Zukunft. Aber hier sind wir am Ende des Krieges, also in den Jahren zwischen Kriegsende und Frieden. Und ich fand, das klang sehr interessant zu sehen, was dann mit den Menschen und ihrem Leben passiert. Denn der Krieg ist ja nicht einfach vorbei und es ist alles wieder normal. Und das Buch hat auch sehr, sehr gute Rezensionen bekommen. Ich habe bisher noch nichts von Hans Fallada gelesen, aber ich habe mir gedacht, das wäre ja ein guter Einstieg. Also wenn du dieses Buch sehr, sehr gut bewertest, dann wird es auf jeden Fall auf meine Wunschliste wandern. Ich hoffe, ich bin deinen Ansprüchen gerecht geworden. Es sind Bücher dabei, die dich jetzt auch ja, wirklich interessieren und es kitzelt dich schon so richtig unter den Fingernägeln, diese Bücher zur Hand zu nehmen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und ein ganz tolles Jahr, das Jahr des Tigers. Und ja, hoffe, dass wir alle ganz, ganz viele tolle Lesestunden haben werden. Tschüss, matane, bye bye. Das waren jetzt die 3 Bücher, die mir Fabienne herausgesucht hat und ich werde sie euch jetzt mal entsprechend aus dem Bücherregal heraussuchen. Ich habe euch mal die Bücher herausgesucht, die mir die liebe Fabienne für die nächste Etappe gewählt hat, aus dem Bücherregal gezogen. Und es ist eine wirklich tolle Mischung und besser hätte ich sie selbst nicht ziehen können. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Bücher und ja, Fabienne, mir juckt es tatsächlich
unglaublich unter den Fingernägeln, diese Bücher zu lesen. Und ich bin dir auch sehr, sehr dankbar, dass du diese tolle Mischung gewählt hast. Und das erste Buch, was sie herausgesucht hat, ist Nachts ist es leise in Teheran von Shida Bassiar. Ich hoffe, man spricht es so aus. Wenn nicht, dann entschuldige ich mich natürlich hierfür, und zwar aus dem Kiwi Verlag. Dieses Buch steht auch schon, ja, wie alle Bücher eigentlich hier, ewig seit Ewigkeiten auf meiner Liste. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig, dieses Buch zu lesen, weil auch mich, ja, dieses Land und auch die Geschichte unglaublich interessiert, und bin daher sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Ich glaube, Fabienne hat da schon eine wunderbare Zusammenfassung genannt zu diesem Buch. Ich kann euch ja, wie gesagt, nicht viel dazu sagen, bis auf den Klappentext vorzulesen, aber das möchte ich jetzt an der Stelle gerne mal nicht tun. Von daher bin ich schon sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Bei dem zweiten Buch muss ich ehrlich sagen, ich habe dieses Buch schon gelesen, aber es ist eine andere Variante dieses Buch noch auf meiner, ja, Neuzugängeliste gewesen und deswegen noch nicht abgehakt gewesen. Und zwar war das, was sie herausgesucht hat, der Report der Magd. Hier ist es diese Variante. Ich habe noch eine relativ alte Variante und habe mir schon lange mal überlegt, ob ich mir nochmal eine neue Ausgabe, vor allem diese wunderbare, neu illustrierte Ausgabe, kaufen werde. Und zwar der Report der Magd von Margaret Atwood, hier noch aus dem Fischer Taschenbuch Verlag. Welches Buch aber auf meiner Liste tatsächlich stand, ist die Graphic Novel zu der Report der Magd. Das ist die tatsächliche Ausgabe. Auch die werde ich natürlich lesen, weil sie jetzt gezogen wurde und natürlich auch noch in meinen Neuzugängen ungelesen oder auf meinem Sub steht, lesen. Nichtsdestotrotz, liebe Fabienne, ich würde dieses Buch gerne nochmal lesen. Nochmal für mich entdecken, vor allem weil es jetzt auch schon relativ lange her ist, als ich das Buch gelesen habe. Vor allen Dingen, weil ich jetzt, ich glaube, letztes Jahr habe ich angefangen, dann die Serie zu gucken, beziehungsweise die erste Staffel, die ja verfilmt worden ist, wo ich mir dann sowieso nochmal gesagt habe, dass ich gerne den Report der Magd nochmal lesen wollte. Also können wir auch gerne dieses Buch nochmal gemeinsam lesen. Aber im Vordergrund steht natürlich die Graphic Novel, aber ja, Graphic Novels sind ja eigentlich relativ schnell gelesen, von daher steht dem Ganzen auch des Rereads nichts im Wege. Und über das dritte Buch freue ich mich auch tatsächlich sehr, weil es auch meinem dritten Lesevorsatz ein Stück weit entspricht, und zwar Autorinnen und Autorinnen nochmal oder weiter zu entdecken für mich, die ich eigentlich sehr, sehr gerne schon gelesen habe. Und dazu zählt einfach Hans Faller da. Ich habe ja von ihm gelesen, Jeder Stück für sich allein, und nun darf ich ja endlich Der Alpendruck lesen von ihm. Und ich glaube, ja, das Video von Fabienne ist eher entstanden zu meinen Lesevorsätzen, weil ich hatte sie ja gebeten, dieses Video, diesen kleinen Schnipsel zu drehen. Sie hat es schon etwas eher gedreht. Ich komme jetzt erst so spät dazu. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie so ein bisschen in meinen Kopf reinhorchen konnte, was so meine Lesevorsätze trifft. Und dann ja auch da die passendsten Bücher herausgesucht hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf den Alpendruck, was da auf mich zukommt, was für ein Hans Faller da auf mich zukommt, ob der genauso sein wird wie in Jeder Stück für sich allein. Und ja, bin wie gesagt schon sehr, sehr gespannt. Die Mischung ist eine wunderbare Mischung und ich bin mit der Auswahl höchstens zufrieden. Und besser hätte es für die erste Etappe dieses Jahr gar nicht werden können. Ist vor allem auch nicht so seitenstark. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr intensive Bücher werden. Vor allen Dingen nachts ist es leise in Teheran. Und ich bin sehr dankbar für diese Bücher, für die ersten Etappe. Weil ich habe ja auch noch meine Buchkaufblogger, die ich ja auch gerne noch lesen würde, dass ich mir dann auch vielleicht das ein oder andere Buch von der Wunschliste noch kaufen kann. Also ich bin durchaus wahnsinnig glücklich mit dieser ersten Etappe. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich auch nochmal bei der lieben Fabienne bedanken, dass sie mir diese drei Bücher herausgesucht hat und so ein perfektes Gefühl für die Bücher hatte, da welche herauszusuchen. Und ich bin dir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Und
Ja, bin gespannt, wie die Bücher mir nun am Ende gefallen werden. Wenn ihr eins dieser Bücher kennt, dann schreibt es gerne in die Infobox, wie sie euch gefallen haben. Dann motiviert mich das natürlich nochmal, mehr die Bücher zu lesen, vor allen Dingen auch schnell zu lesen. Und ansonsten würde mich natürlich noch interessieren, habt ihr denn einen großen Sub? Seid ihr am Superbau dran? Lest ihr da immer regelmäßig? Oder ist es wie euch, oder geht es euch wie mir damals, dass ihr ja die Sub-Bücher immer ein Stück weit vergesst und dann vielleicht immer noch mehr den neuen Büchern Vorrang gebt? Ich versuche das ja jetzt wirklich die Waage zu halten. Immer klappt es natürlich nicht. Die neuen Bücher sind einfach ein Stück weit auch präsenter, was ja grundsätzlich erstmal nichts Falsches ist, aber die Sub-Bücher geraten damit natürlich erstmal in Vergessenheit. Ja, für diese drei Bücher habe ich jetzt wieder 4 Monate Zeit, obwohl, wenn das Video jetzt online kommt, dann habe ich schon zwei Wochen schon ein bisschen verschenkt, aber ich glaube, das ist diesmal nicht so schlimm. Ich glaube, ich werde die Bücher relativ schnell lesen. Ihr werdet es ja sehen, wenn die Bücher in meinen 5 gelesenen Büchern auftauchen und wenn natürlich die nächste Etappe bei mir gedreht wird. Ich hoffe sehr, dass meine nächste Etappe nicht erst in 4 Monaten kommt und ich dadurch vielleicht ein bisschen mehr Bücher schaffe dieses Jahr als nur ja, die ich euch genannt hatte. Also 7 gelesene waren es, 4 aussortiert, 2 lese ich noch, 3 sind noch als Buchkaufblogger. Ist an sich so erstmal gar nicht so schlecht, aber ich würde es schon gerne dieses Jahr noch ein bisschen steigern. Also lasst mir gerne einen Kommentar da, was ihr zu meiner Sub-Challenge sagt, was ihr zu den ausgewählten Büchern sagt, wie ihr es findet, dass ich mir die Bücher jetzt von lieben Kollegen, von lieben Booktube-Kolleginnen und Kolleginnen heraussuchen lasse. Das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Habt schöne Lesestunden, passt auf euch auf. Bis dahin. Tschüss.